Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Resident Evil 2. Ich bin der Cooper und wir haben in der letzten Folge diesen tollen Granatwerfer bekommen, für die ich jetzt hier noch die Munition mitnehmen werde. Und den roten Griff, wichtiges Objekt, die beiden nehmen wir mit. So, die Brandmunition nehmen wir mit. Mich interessiert gar nicht, ich würde gerne ein bisschen Platz machen. Warte mal, verstauen. Ja, mehr Platz gibt es nicht. Das Ding hat ordentlich Bums. Wir gehen nach ganz oben. Und ich bin der Meinung, das rote Ding, also hier das wichtige Objekt, an die eins zu weit, ist für die Dusche, um das abzudrehen. Prüfen das jetzt mal. Ja, bin. Perfekt. Hochwertiges Schießpulverweiß, okay. Blindgranate. Sollen wir kombinieren mit dem? Okay, ich glaube, da brauchen wir so eine Art USB-Stick. 9 Volt Batterie kann ich gar nicht mitnehmen. Internes Memo. Internes Berufe. Bestimmt ein Tresor mit Drehschloss und Zeigen F1. Ins Büro F1 verlegt. Die kommen jetzt. Ich brauche immer schon mein Handy. So, wir müssen uns merken. Ich mach das anders. Ich mach mal schnell ein Foto. So, jetzt kommen wir in den Tresor. Das ist richtig nice. So, jetzt wissen wir die Schlosskombination für den Tresor. Ja, dann gehen wir mal den Tresor öffnen, ne? Also. So, wir werden jetzt mal kurz hier. So, Verstauen.
Verstanden. So. So, und die Kombination war jetzt. Nach links. Also, okay. Achso, ich muss das. Ah, okay. Hold on. Neun, 15 und 7. Das ist cool. So. Jetzt gehen wir wieder hoch und gucken, was wir oben noch finden. Das Heilspray können wir jetzt mitnehmen. So, gibt es hier noch irgendwas, das man sich angucken kann? Nein. Ich brauche bestimmt eine CD oder so. Ah, okay, hier sind wir. So, wir haben, okay, jetzt es wird langsam da, müssen wir mal gucken. Ob ich mit dieser Stange den Wagenheber bedienen kann? Die Zahn. Und wir probieren das einfach jetzt aus. Ich hole jetzt diese Stange und dann probieren wir mal den Wagenheber zu benutzen. Karte. Was ist hinter dieser Tür? Die ist zu, okay. Da kommen wir nicht lang. Karte öffnen. Oh, okay, können wir probieren, den hier lang. So. Bolzenschneider. Verflucht. Okay.
Kombinieren mit. Ich habe das rote Farb nicht mehr mit Klamp benutzen. Da wieder hin. Gibt es auch hier vorne das andere Kiste? So, kombinieren mit so. Wir müssen Munition für die Pistole sparen. Ich habe fast nichts mehr. Das ist gerade echt zum Kotzen. Elektrogerät. Kombinieren mit dem Zünder. Ah, jetzt haben wir den Zünder. Okay. Landgranate. Hoch, bringe Zünder an. Achso, jetzt weiß ich, wofür wir den Wagen hier brauchen. Können wir die verschieben? Thank you.
Scheiße! Drei Patronen. Das ist nichts. So, wie finde ich jetzt die Kombination raus? Echt jetzt? So, wir gucken uns jetzt mal an, was wir an Hinweisen haben. Weil wir haben ja schon mal ein bisschen was. Und gucken uns die jetzt mal kurz an, weil ich bin gerade ein bisschen. Wir haben noch Dateien. Was haben wir noch kartentechnisch? Kurbelvertiefung. Ja, die Frage ist, wie komme ich an diese Kurbelvertiefung? Kann ich die oben wieder mitnehmen? Kurbelvertiefung. Nee, kann ich nicht mit dem Schade. Weiter zu den Hinweisen. Wir gucken uns jetzt mal die Hinweise kurz an. Dann schauen wir, ob wir denn was herausfinden, wie wir weitermachen. So. Wir haben nämlich noch das Zepter. So. Untersuchen. Oder wie ein kostbarer aussehender Edelstein. Untersuchen. Jetzt haben wir einen roten. Ja. Wichtig ist aber, was man damit machen kann. Keine Ahnung. So. So, wir sind jetzt ja gerade hier. Gut, da liegt auch Munition. Da gehen wir, glaube ich, nach hinten hin. Und dann kommen wir da wieder raus. Was haben wir hier vergessen? Hochwertige Schießpulver.
brauchen wir das. Okay. Wir werden uns damit in der nächsten Folge beschaffen, Resident Evil 2, wenn wir es wieder spielen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Resident Evil 2. Ich bin der Cooper. Reingehauen. Weiterschauen.